Und somit kommen wir jetzt zu jemandem, der in den letzten Tagen ähnlich viele Interviews gegeben hat wie Sebastian Kurz und auch gleich alt ist. Dominik Vlasny, mit 36 Jahren der bisher jüngste Hofburg-Kandidat, der ohne Parteiapparat und anderer breitenwirksamer Unterstützung aus dem Stand 8% geschafft und vor allem die Jungwählerinnen und Jungwähler abgeholt hat. Und dennoch, trotz Wahlkampf und vieler, vieler Interviews, wissen wir noch immer nicht, wofür steht der Polit-Newcomer überhaupt und was sind seine Positionen? Sophie Christine Hausberger, Martin Pusch und Alexander Sattmann über das jüngste Polit-Phänomen und seine Zukunft. Der Jubel gilt zwei Personen, dem Politiker Dominik Vlasny und der Kunstfigur Marco Pogo. Er ist poetisch von der Hocken und er ist blind fürs Leben, weil in der Arbeit muss man alles geben, weil in der Arbeit muss man alles geben. Auf die Bierpartei! Also ich glaube nicht, dass man mit Bier konsumieren 20% der jungen Menschen abholt. Wir wollen echte Menschen, die sind wie Sie und ich. Ich würde sagen, Marco Pogo hat diesen Hype zu Recht verdient. Da ist ein Junger, der will was, auch wenn er nicht genau weiß, was er will. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist die Aufmerksamkeit? Das politische Geschäft ist schnell, ja, und was heute noch Thema ist, ist dann vielleicht morgen schon wieder uninteressant. Eines hat Dominik Vlasny jedenfalls geschafft. Über keinen anderen Kandidaten wird nach der Bundespräsidentenwahl so viel spekuliert und debattiert. Wie schaut seine politische Zukunft aus? Müssen sich andere Parteien fürchten? Und warum kann er so viele junge Wähler begeistern? 20% der Jungen unter 30 haben für den erst 35 Jahre alten Bezirksrat aus Simmering gestimmt. Ein großes Motiv bei Jungwähler und Wählerinnen ist immer, dass sie sich von der aktuellen Politik und vom aktuellen politischen Angebot immer überdurchschnittlich wenig abgeholt fühlen. Also das heißt, sie haben ganz stark das Gefühl, dass wenig junge Politik gemacht wird. Und da ist dann einfach ganz schnell jemand, der hier irgendwie diese Lücke zumindest thematisch schließt, wird zum spannenden Angebot bei Wahlen. Ja. Interessant hier ist, finde ich, dass das ja ganz lange zum Beispiel die Grünen und die FPÖ waren, sind sie nicht mehr. Matti Randow wurde in der SPÖ sozialisiert und hat diesmal Werbung für Dominik Vlasny gemacht. Wir treffen ihn beim Schutzhaus auf der Schmelz, wo er vor gut einer Woche mit seinem neuen politischen Star gefeiert hat. Reicht es, cool zu sein, um bei den Jugendlichen zu punkten? Coolen ist sicher auch ein Faktor, aber jetzt nicht der wichtigste. Also weder bei mir gewesen, noch glaube ich, dass jetzt die 20% der jungen Menschen in Österreich, die ihn gewählt haben, irgendwie es ihnen da nur um die Coolness ging, sondern es gab einen klaren Kontrast zwischen ihm und den anderen. Ich glaube nicht, dass es ein Zeichen der Politikverdrossenheit bei jungen Menschen war, sondern im Gegenteil, dass junge Menschen eben zur Wahl gegangen sind und gezeigt haben, sie sind mit diesem politischen System nicht einverstanden und sie fordern Alternativen. Besonders viele Stimmen hat Vlasny von Neos-Wählern bekommen. Die Jugendvertreter der Neos sehen viele Parallelen, glauben aber nicht an eine dauerhafte Abwanderung von liberalen Wählern. Ich glaube, was uns eint mit Dominik Vlasny ist, dass wir den alten Stil der Politik satt haben, dass wir für die Anliegen unserer Generation eintreten. Und so wundert es mich gar nicht, dass viele Menschen, die bei einer Nationalratswahl Neos wählen würden, in diesem Fall Dominik Vlasny gewählt haben. Könnte Dominik Vlasny und die Bierpartei für die Neos eine Gefahr werden? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns freuen darüber, wenn Menschen bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen. Vlasny alias Pogo hat mit wenig Geld viel Aufmerksamkeit erzielt, vor allem über die sozialen Netzwerke. Jugendliche anzusprechen war bei der Bundespräsidentenwahl ein guter Schachzug, hilft bei einer Nationalratswahl allerdings nur bedingt. Dominik Vlasny hat als Hochburgen den urbanen Raum und die Umgebung der Städte sowie die Wählerinnen und Wähler unter 30, die für andere Parteien deshalb nicht so attraktiv sind, weil sie einfach zu wenige sind. Wir haben weniger als ein Fünftel Wahlberechtigte unter 30, aber bis zu ein Drittel von Wählern, die über 60 oder in Pension sind. Das kann sich für Vlasny dann also nur knapp ausgehen, weil im ländlichen Raum bei Menschen über 60 Jahren findet er praktisch nicht statt. Servus und grüß euch zu Mein Präsident, der Stand der Dinge. Alle wollen irgendwas wissen von mir. Vorrangig die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Alles Weitere wird die Zukunft weisen. Er redet nichts und hust viel. Er will seine Ruhe sein, dem mit rum. Weil das Leben
Arbeit und die bringt er um. Ja, weil es. Nach der Wahl ist für Marco Pogo nicht automatisch vor der Wahl. Die kommenden Landtagswahlen will er auslassen. Gute Strategie oder besteht die Gefahr, dadurch schnell in Vergessenheit zu geraten? Tritt er bei Landtagswahlen nicht an, dann kommt er auch einfach nicht vor. Und jetzt stehen einmal drei Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg bevor. Und da ist das momentane Medieninteresse an ihm ganz schnell ganz wieder vorbei. Harry Bergmann ist einer der erfahrensten Wahl- und Werbeexperten und hat sich via Twitter als Fan geoutet. Jedoch mit einer Einschränkung. Mit dem Namen Bierpartei sei bei einer Nationalratswahl nicht viel zu gewinnen. Bergmann hat deshalb seine Hilfe angeboten. Es ist ja immer wieder geredet worden davon, das ist eine Spaßpartei und das Ganze ist ein Spaßprojekt und immer Spaß, Spaß, Spaß. Und um das loszuwerden, wäre es schon vielleicht mit einem anderen Namen leichter geworden. Dominik Blasny hat bisher nicht reagiert. Harry Bergmann glaubt, dass der Chef der Bierpartei sein Potenzial nicht nutzt. Also ich habe während des Wahlkampfs schon den Eindruck gehabt, er würde die Welt einreißen. Und mit den Äußerungen nach der Wahl habe ich ihn halt dort eingeordnet, wo er sich selber einordnet, offensichtlich. Nämlich, es genügt ihm, wenn er Bezirkswende einreißt. Nico Alm war Bezirksrat der Bierpartei und früher Nationalratsabgeordneter der NEOS. Das heute nur noch einfache Parteimitglied sieht gerade in Zeiten großer Unzufriedenheit gute Chancen für neue Parteien, die sich unkonventionell präsentieren. Dominik Blasny und die Bierpartei kommen da sehr unverbraucht in die Politik, so wie NEOS damals sehr unverbraucht in die Politik gekommen ist. Ich denke, was den Menschen gut gefallen könnte, ist halt wirklich eine Liste, bei der verschiedene Charaktere vertreten sind, die gut zueinander passen, aber möglicherweise nicht ganz gleich denken, aber doch bei gewissen Sachthemen in die gleiche Richtung ziehen. Als hauptberuflicher Politiker müsste Dominik Blasny viel aufgeben. Die Kabarettbühne, den Marco Pogo Fanshop samt eigenem Bierverkauf, das Musikgeschäft und zuletzt die ganze Unternehmermarke Pogo. Also das, was der Grundstein für seine jetzige Berühmtheit ist. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, wir sehen Sie bald wieder. Macht es gut. Ja, schon sehr bald, denn hier ist er jetzt live im Studio. Guten Abend, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Vorweg, lassen Sie uns eines bitte klären. Mit wem führe ich jetzt ein Interview? Mit Dominik Blasny oder mit Marco Pogo? Mit Dominik Blasny. Ich glaube, den haben Sie eingeladen und der steht jetzt da. Weil, Sie haben gesagt, die Bierpartei und deren Gründer sind Sie und Vorsitzender, das ist nämlich Marco Pogo, also auch Sie, die wird es weiterhin geben. Bleibt dabei. Die Bierpartei gibt schon geraume Zeit und die Bierpartei wird es weitergeben. Wir sind weiterhin in den Bezirken tätig und das macht uns Spaß und da bleiben wir dran, natürlich. Und wenn Sie jetzt bei der Nationalratswahl doch antreten sollten, wir müssen ja jetzt mit vielen Fragezeichen reden, würde das dann als Vorsitzender der Bierpartei sein oder können Sie sich vorstellen, dass Dominik Blasny eine eigene Liste zu gründen? Denn viele haben wir auch gehört, stoßen sich an diesen Namen bzw. an Bier. Ich finde den Namen super. Ich habe die Bierpartei gegründet, genau aus den Gründen, dass ich eben in anderen politischen Parteien in dem Land keine Heimat gefunden hätte. Ja, und das hat mich auch nie interessiert. Und die Bierpartei heißt Bierpartei, die heißt auch weiterhin Bierpartei. Ich höre mal gerne Vorschläge an, aber solange kein besserer Name daherkommt als Bierpartei, und ich glaube, den gibt es nicht, bleibe ich dabei. Also es bleibt beim Bier und wenn es ein Antreten bei der Nationalratswahl gibt, dann nur mit der Bierpartei? Es bleibt beim Bier, ist in dem Fall natürlich nicht ganz richtig, weil unsere Themen drehen sich ja nicht nur ums Bier auf kommunaler Ebene. Wir haben einen Haufen Anträge gemacht, die mit Bier genau überhaupt nichts zu tun haben. Wenn man es ganz genau nimmt, haben wir von 340 Anträgen zwei im Zusammenhang mit Bier gemacht. Aber wenn man Ihre Satzung anschaut, Herr Blasny, also da geht es nur um Bier. Da geht es um Bier. Wir sind tolerant gegenüber fremden Bieren. Wir sind nachhaltig fürs Trinken. Wir sind oft betrunken. Also es ist mehr Spaßpartei, aller Anträge. Wir sind tolerant gegenüber fremden Bieren noch mehr. Den kann ich sogar auswendig, den Satz. Wir begreifen Vielfalt in der Braukultur als Bereicherung und nicht als Gefährdung unseres Kulturkreises. Kann man natürlich auch zwischen den Zeilen lesen, was ich damit sagen will und was ich dafür eine Stellung einnehme. Gut, aber warum sagen Sie es nicht direkt? Also Ihre Positionen, ganz klare, Ihr Programm, das muss man suchen. Das finde ich weder auf der Homepage und das ist ja das Bemerkenswerte. Trotz der vielen Interviews und dieses Wahlkampfes. Wir wissen noch immer nicht, wofür Sie eigentlich stehen. Sie können sich all die Anträge der Bierpartei ansehen, was wir gemacht haben. In der Satzung ist es ein bisschen
flapsig formuliert, gebe ich ganz offen zu. Aber das, was wir in den Bezirken gemacht haben, das spricht auch eine eindeutige Sprache. Und was da jetzt, der Name Bürgerpartei steht vorne, aber generell sollte man in Taten gemessen werden. Und ein Antreten meinerseits, deswegen habe ich die Bürgerpartei, ich habe eine Partei, ja, warum sollte ich jetzt noch eine gründen? Das ergibt ja keinen Sinn. Gut, aber machen wir es konkret. Also wenn wir über Positionen reden, da geht es um die Zukunft. Sie sind der Kandidat der Jungen, Sie haben 337.000 Stimmen an Vertrauen bekommen. Haben Sie zum Beispiel die Budgetdebatte in den letzten Tagen verfolgt? Ich war die letzten Tage extrem eingespannt in Interviews und komme eigentlich noch gar nicht dazu, über sowas wie eine potenzielle Kandidatur überhaupt nachzudenken. Weil da geht es gar nicht um die Kandidatur, sondern da geht es um ganz grundsätzliche Politik für die jungen Menschen. Das ist ein Budget, das sind Milliarden, die in die Hand genommen werden, ein Krisenbudget, so viel noch nie. Und natürlich die Schulden schnellen in die Höhe. Und ein Fünftel davon wird für Pensionen ausgegeben. Also ist genau für Ihre Zielgruppe ein wichtiges Thema, nämlich immer mehr Geld braucht es für die Pensionen. Sehen Sie da zum Beispiel, um eine Position aus Ihnen quasi herauszukitzeln, Reformbedarf bei den Pensionen? Ich sehe sehr viel Reformbedarf. Ich sehe es aber auch nicht als, ich bin der Kandidat der Jungen. Ich freue mich natürlich, wenn die Themen, die ich angesprochen habe, wir sprechen noch immer von der Bundespräsidentenwahl, viele junge Menschen in dem Land dazu bewegt haben, mir die Stimme und damit das Vertrauen zu geben. Aber für welche Inhalte? Also ich möchte es gern konkret machen. Wenn es um die Pensionen geht, sehen Sie da zum Beispiel Reformbedarf? Noch einmal, wenn ich mich dazu entscheide, zu einer Nationalratswahl anzutreten, dann werde ich auch ein gezwungenermaßen Programm, vielleicht heißt es nicht Programm, vielleicht heißt es anders, vorlegen. Ja. Aber jetzt haben Sie keine Position. Ich will jetzt keine Schnellschüsse abgeben hier. Aber ich weiß, dass die Medien natürlich darauf drängen, von mir jetzt irgendein... Wir wollen Sie nur verorten, wofür Sie stehen zum Beispiel. Die Frage zielt ja darauf ab, auf was ganz Grundsätzliches in der Politik. Muss ein Politiker, und würden das auch dann noch Sie, unpopuläre Entscheidungen treffen? Eine Pensionsreform wäre ja so etwas. Na, wenn es gescheite Entscheidungen sind, dann muss auch der Politiker die... den Mumm haben, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Das habe ich auch immer gesagt. Also zum Beispiel Steuern erhöhen? Wenn es eine gescheite Maßnahme ist und den Menschen in dem Land zugutekommt, ja. Noch einmal, ich muss jetzt zuerst einmal den Nationalrat, die Bundespräsidentschaftswahl ordentlich zu Ende bringen und all die Nachwehen, die jetzt passieren, einmal verdauen, ja? Auch für mich persönlich, was da jetzt passiert ist. Wir können jetzt über ein hypothetisches Programm der Bierpartei, wie genau wir uns da verorten würden, philosophieren. Ich sehe es als nicht sonderlich sinnvoll. Na weil Sie haben kein Programm. Aber was ich eben gern gewusst hätte oder herausfinden wollen würde, ist, wie politisch sind Sie? Also haben Sie Meinungen, Positionen? Dazu wollen Sie uns aber offenbar nicht sagen. Daher kommen wir zur nächsten Frage. Sebastian Kurz, Sie haben ihn angesprochen, hat dieser Tage viel Interviews gegeben und gesagt, das Parlament, das ist nicht meins, das war nicht meins. Wäre das Ihres? Also dort wird wirklich auch parlamentarische Knochenarbeit gemacht. Können Sie sich das vorstellen? Also mir macht die Arbeit in den Bezirken Spaß. Ja? Mir macht das Freude und ich bringe mich gern ein mit Ideen. Noch einmal, hypothetisch bei der Nationalratswahl anzutreten, das ist jetzt auch einfach zu früh. Ja, wir sind eine kleine, junge Bewegung, wir haben super viel Zuspruch. Und es wie viele Mitglieder haben Sie denn derzeit in der Bezirken? 1400, glaube ich. Okay. Weil derzeit ist es ja auch ein Family-Betrieb, muss man sagen. Ihr Vater ist Bundesgeschäftsführer, war ja Kampagnenleiter. Darin sehe ich nichts Schlechtes. Okay, das würde dann so bleiben, auch mit der Bierpartei? Das ist ein Mensch, dem ich mein Vertrauen schenke und er mir seines. Und das ist eine sehr, sehr gute und vertraute Zusammenarbeit. Okay. In einem ähneln Sie aber jetzt Politikern, die Sie ja Berufspolitiker nennen, Herr Blasny, Sie wollen sich auf nichts festlegen. Ist das nicht auch erstaunlich, dass Sie mit so etwas einen 8% Erfolg eingefahren haben, ohne dass wir wissen, wofür Sie eigentlich stehen oder was Ihre klaren Positionen sind? Ich will mich nicht festlegen auf mögliche Kandidaturen. Und Positionen? Ich werde meine Positionen für einen möglichen Nationalratswahlkampf dann präsentieren. Alles, was ich jetzt sage, biegt. Und ich will natürlich auch, weil ich versuche, überlegte Entscheidungen zu treffen, mir Themen auch genau ansehen. Ja? Ich glaube, das ist eine ganz normale Haltung, die man einnimmt. Gut, dafür haben Sie ja noch Zeit. Wenn es erst regulär gewählt wird bis 2024, vielleicht erfahren wir bis dahin. Schauen wir mal, was passiert. Ja? Ich bin mir sicher, ich stehe dann da und dann werden wir lang und breit über Themen, Inhalte, das heißt, und Positionierungen werden wir diskutieren. Sie bringen dann ein Programm mit. Wenn ich antreten sollte, aber...
Ich weiß es schlicht noch nicht. Ja. Okay. Viele Fragezeichen. Trotzdem danke für den Besuch im Studio. Das war eh klar, dass das mit Fragezeichen behaftet sein wird. Wir haben es zumindest probiert. Dann sagen wir danke.